One Minute Indie. 3, 2, 1, Start. Name Field 2 ist ein Free-to-Play-Schiffssimulator mit der Funktion, seine Waffen manuell zu zielen. Als erstes wählt man einen Captain und eine Nation. Die Schiffe, welche man da spielen kann, sind akkurate Repräsentationen aus deren Real-Life-Äquivalent. Das zählt sowohl für Aussehen als auch Bewaffnung. Das Progression-System funktioniert wie in World of Tanks. Wenn du ein Match startest, starten die Teams auf einer Seite der Map, aber keinesfalls symmetrisch. Der Map-Pool ist sehr limitiert, hat aber eine gewisse Vielfalt. In der Schlacht kann man auch Inseln einnehmen. Der stärkste Captain und sein Flaggschiff können dann Sachen wie Radarskills und Airstrikes anfordern. Jede Schiffsart hat andere Waffen, Reichweiten, Geschwindigkeiten und maximale Hitpoints. Man kann auch Flugzeugträger spielen. Wenn man dies tut, kommandiert man größtenteils Bomber und Fighter herum, anstatt selber zu schießen. Wer das manuelle Schießen lernt, wird mit niedrigerer Nachladegeschwindigkeit und einer höheren Reichweite belohnt. Das Spiel hat einen leichten Grind, aber der Developer arbeitet bereits dran. Die Grafiken sind leicht outdated. Das Spiel ist eher eine Simulation als ein Action-Game. Es gibt zwar Flotten, aber keine Flottenkriege. Die Playerbase ist groß genug, um das Spiel zu genießen. Ich gebe dem Spiel eine 7 von 10. Mit den Änderungen, die noch kommen, ist das Spiel gut über dem Durchschnitt. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Aftermath und ich hoffe, ich habe euch informiert. Über Feedback würde ich mich sehr freuen, genauso wie ein Daumen nach oben. Ein Abonnent würde mir auch sehr helfen. Aftermath, signing out.